Ja, servus Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge LS19 auf der Campaign of France. Ron hat einen Kommentar gelassen, Feld kaufen, ja. Und zwar hat er geschrieben, interessant wären doch zwei Felder. Entweder Feld 27 oder Feld 28, wir schauen uns mal an. Feld 27 oder 28, das wären die beiden Felder hier. Wie viel würden die kosten? 28.000 oder 26.000? Ja. Das sind zwar kleine Felder, aber wir hätten damit eine gute Möglichkeit, denke ich mal, hier was zu schaffen. Wieder. 4 Geld ist das nicht. 28.000 zusammenzukriegen oder 26.000, das geht eigentlich. Das könnten wir sogar relativ schnell schaffen. Denn wenn die Sojabohnen reif sind, die Sojabohnenernte gut ausfällt, dann könnten wir auf jeden Fall eins der Felder kaufen, denke ich mal. Da sollten wir dran festhalten, denke ich mal. Ja. Also Felder werden auf jeden Fall gekauft. Also zumindest eins. Hoppala. Schitte. Schitte. Fass mir ja schon meine Frucht selber kaputt, ja auch noch. Ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. So, Strohballen. Gestapelt. Perfekt. Nächster Strohballen kommt. Nächster Strohballen kommt. Also Feld 27 oder 28. Müssen wir gucken. Ich würde sogar Feld 27 bevorzugen gerade erstmal. Das würde das uns vielleicht als erstes holen. Danach Feld 28. So, was haben wir denn eigentlich an Startfrüchten noch drin? Da haben wir doch, glaube ich, auch noch einiges, ne? Ja. Da haben wir auch noch einiges drin. Es sind viele Sojabohnen. Das ist gut. Ein bisschen Raps. Hafer haben wir ein bisschen was drin. Gerste, Weizen, ja. Ein bisschen was haben wir auf Lager. Aber halt nicht viel. Ich versuche auf jeden Fall so viel wie möglich noch jetzt zu verdienen. Irgendwie. Dass wir da was zusammenbekommen an Geld. Dass wir da die Felder auf jeden Fall kaufen können und nochmal ordentlich vorankommen. Vorankommen ist, denke ich mal, jetzt relativ wichtig. So, wie sieht es mit den anderen Sachen aus? Hat die Arbeit erfolgreich beendet? Okay. Nicht ganz, ne? Nicht ganz. Da geht noch was. Kollege.
Da hast du auf jeden Fall noch was zu tun. So, der hier ist auch schon dabei. Die Sämaschine, ne? Wollten wir noch ein paar Felder machen. Für 13, für 12. Für 13, ja. Wir wollten hier unten rumfahren und dann zu Feld 13 als erstes. Das machen wir jetzt mal. Dann können wir da nämlich die Einsatz starten. Und dann kriegen wir nochmal zusätzlich Geld rein durch die Missionen. Stimmt, da hatten wir ja angefangen, die Mission rauszusuchen, die wir machen können jetzt mit der Seemaschine hier. Von daher ist das, denke ich mal, nicht schlecht, wenn wir die Mission dann jetzt einmal durchziehen. Kriegen wir nochmal einiges in Geld rein. Einiges an Geld. Sehr schön. Einmal rüberfahren. Einmal hier über die Brücke drüber. Hier am Zaun vorbei, dann sind wir schon fast wieder da. So, was wollten wir auf Feld 13 haben? Sonnenblumen. Dann wollen wir auch Sonnenblumen hier pflanzen, ne? Dann wollen wir Sonnenblumen hier pflanzen. Perfekt. Feld 19 ist hier noch eine Ernte möglich. Nein, aktuell leider nicht. Okay. Schade. Echt schade. Können wir eine Transportmission machen? Transportmission wäre, denke ich mal, noch möglich. Einpressen, transportieren, transportieren, ne? Von La to Pay nach Shop. Okay, Vertrag akzeptieren. Von La to Pay nach Shop. Nach da, von da nach da. Okay, das kriegen wir hin. Motor starten. Das kriegen wir doch hin. Fahren wir mal hin nach La Tupain. Gucken wir, wo die Palette steht. Da steht. Alter Schwede. Okay, das können wir vergessen. Es ist nur eine Palette, das heißt, wir brauchen keinen Wagen. Das heißt, wir transportieren die einfach nur mit Frontlader und passt das. Setzen wir den mal wieder zurück, den Kollegen. Packen einmal die Autos zu, so wie sich das gehört, ne?
Alter, ganz schön eng hier. So, steht zwar ein bisschen schief drauf, aber egal. Solange es hält, das reicht dann. Fahren die Palette mal hinweg zum Shop. Immer hinfahren. Na, kommt. Die Palette mal richtig an. Packen wir die Palette mal richtig an. Eine sensible Fracht. Irgendwelche Kisten oder so sind das, ne? Was transportieren wir da eigentlich? Irgendwelche Kisten, ne? Ist da irgendwas drauf? Nö. Würde ich auch gerne mal wissen, was da drin ist. Naja, egal. Wir sollen sie transportieren, das machen wir auch. Von daher stehe ich dann keine Frage. Da stelle ich dann keine Fragen. Auf keinen Fall. So, wie sieht es aus mit dem Feld? Erntereif? Ja, nein, nein. Ist nicht erntereif. Okay. So. Transportmission. Feld 24, das Säen der Kartoffeln abschließen. Die Transportmission 693 abschließen. Perfekt. Wie weit sind wir mit Feld 13 ist auch fast durch, in Ordnung. Da dürfte auch nicht mehr viel fehlen. Feld 13, dann können wir die Mission auch nochmal abschließen. 85% gerade. Ja, das dauert noch ein bisschen. Hat er den Streifen übergelassen, egal. Ich weiß auch nicht, warum der da einen Streifen übergelassen hat. Sollte er eigentlich nicht machen. Aber okay. Ist passiert. Können wir nicht dran erinnern. Können wir nichts dran ändern. Aber wir machen die Mission auf jeden Fall noch fertig. Thank you.
So. Vier Prozent abgeschlossen. Perfekt. Abschließen und dann geht es auch für 12 weiter mit Zuckerrüben. Da fahren wir in der nächsten Folge hin, machen das einmal fertig und dann haben wir da auch noch mal ein bisschen Kohle. In dem Sinne, danke Josh fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder. Bis dahin, Servus und Tschüss.